So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit RimWorld. Ja, letzte Folge haben wir hier einige Kolonisten, Flüchtlinge aufgenommen. Und eigentlich hieß es 9, ne? 1, 2, 3, 4. Oder war das nicht die? Ach nee, 9 Tage und 7 verzweifelte Flüchtlinge. Ja, Entschuldigung. Ja, mein Fehler. So, da hoffe ich doch, dass die jetzt hier mir richtig weiterhelfen. Wird schon mal geguckt, dass der Pepper hier rauskommt. Wenn wir schon dabei sind, können wir hier auch noch weiter abbauen. Auf jeden Fall weg. Machen den Raum mal ein bisschen quadratisch. So. Und dann machen wir da nämlich eine tolle Sache hin. Nämlich. Wir haben ein Jagdrevier entdeckt, okay. Da sollen die toten Tiere hin. Und zwar nur die frischen, wenn die noch schlachten können. Nicht diese hier. Gucken. Mal gucken. So, Cat kümmert sich da um sehr gut. Soll ja auch nur ein Lagerraum sein. Eine Besuchergruppe ist ja toll. Scheinen ein paar Waffen zum Handeln dabei zu haben. Haben wir irgendeine. Wenn. Rack. Hat verweigert sozial. Ash. Wir gucken mal, ob wir denen ein paar Waffen verkaufen können. Die werden jetzt auch nicht so wahnsinnig viel bringen, aber was soll's. Oh, die Ziegengeiß ist tot. Der andere rennt traurig umher. So soll es sein. Ist auch voll doof, dass die, wenn die Karawanen kommen, dass sie immer hier hingehen. Wenn die nicht einfach hier hingehen zum Beispiel, besser. Wäre doch viel besser. So. Okay, wir können euch den Knüppel aus Holz, könnten wir kaufen. Wir haben auch keine Kohle. Keine Kohle und so. Ja, wir haben Knüppel aus Holz zu verkaufen. Psychite, Kräutermedizin und Pemikan. Verkaufen wir den halt hier die Äxte auf jeden Fall 333. Spoon. Dann weg. Haben wir hier noch Zeug? T-Shirt. Das gebrauchte Ware und dann haben wir es jetzt. 33. Nimmst du bitte gerade mit, Ash, wenn du da bist, ne? Super. Danke. So, Melissa kann wieder laufen. Muss sich aber trotzdem erholen. Und brauchen erstmal wieder ein Beinprothese. Tja. Oben sind wir fast fertig. Können wir auf jeden Fall noch eine Holztür. Hat aufgehört mit traurig umherlaufen. Das ist ein ziemlich großer Raum, den werden wir so gar nicht brauchen, glaube ich. Aber ich mache es trotzdem ungefähr so. Alles verbiegen. So. Gott, das. Fleisch. Nee, tote Tiere wollte ich sehen. War das ja. Leichen. Leichen. Und dann tun wir da mal sagen, nö, nix Frisches bei menschliche Leichen schon. Nee, die habe ich hier raus. Ja, die sollen ja dann auch gleich begraben werden. Ja, mal gucken, was passiert, wenn wir Menschenleichen haben. Also die verrotten ja auch schnell, die Tierchen da oben. Das Gute ist, wir können auch den Ratten noch sagen, da könnt ihr hin. Da könnt ihr noch, könnt ihr Leichen essen. Nein. Ne? Die haben bestimmt Hunger. Beträchtlich. Ne? Was kann ich dir sagen?
Der Boomratte. Jetzt haben wir hier schon richtig viel Treibstoff. Da wird es Zeit, dass wir dann jetzt mal hier die KI-Granaten. Eine haben wir schon. Tatsächlich. Inspirierende Zähmung. Okay, Cat. Gibt es denn Tiere, die wir gerade zähmen wollen? Eine Boomratte. Noch eine. Oh, glaube ich. Gazelle, Nashorn. Oder Ente. Ente 239. Das wäre doch was. Könnten noch mit Enten handeln. Züchten Enten. Wäre voll super Idee, oder? Irgendwie nicht. So, wenn wir gerade so viele sind, ist doch auch nicht schlecht, wenn wir hier noch in. Nee, das ja nicht. Aber hier dann noch Eisen. Mal wegmachen. Mal noch Eisen. Mal wegmachen. Jesus Gott, wie viel Eisen ist denn hier? Mal weg. Ja, komm. So. Habt ihr hier auf jeden Fall was zu tun? Oh, hier sind jetzt richtig viele Viecher. Greg ist arbeitslos. Er hat tatsächlich nichts zum Reinigen. Komm, wenn du nichts hast, dann kannst du ja forschen. Wir haben ja noch einen zweiten Forschungstisch. Daran soll es nicht scheitern. Nichts zum Tragen und nichts zum Reinigen. Das ist ja mal was. Finde ich gut, aber. So, und irgendjemand sollte hier auch echt dringend schlachten. Ich meine, sowas könntest du doch auch machen, oder? Wenn wir jetzt dem sagen, kochen, hat er zwei. Dann soll er aber, soll hier der Koch. Der Koch soll mindestens 5 sein. Auch. Dann macht er das ja auf jeden Fall hier, oder? Hoffe ich doch. Dann kann der hier das Fleisch schlachten, das Fleisch. Fleisch verfleischeln. Aber ihr habt jetzt nicht. Ach Mist, sie haben jetzt hier aus Entenfleisch auch Essen gemacht. Das wollte ich natürlich nicht. Alt. 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 Ja. Vegetarier, komm. Auch hier nicht. Geht auch nicht. Okay. Geht nur bei der einfachen Mahlzeit. Fleisch. Tatsächlich. Okay. Ja, es tut mir leid, das sind jetzt kann Spuren von Fleisch enthalten. Nahrung. Na, Frank kümmert sich jetzt hier mal drum. Die sind doch jetzt hier richtig. Jawohl. Auch gar nicht viel. Wie das auch. Entenküken ist tot. Heik Sotto geht's nicht gut. Doch, die Ente 300. Hört sich an. Weil die Ente 300 macht. So, wo braucht man wieder eine Behandlung? Hier noch so eine Lampe rum. Ja, das Bett ist noch nicht fertig gebaut, aber ansonsten braucht man jetzt hier gerade keine Stelle. Was wir auf jeden Fall noch machen können, ist hier noch mehr HE-Granaten und Brandgranaten dann herstellen. Ja. Ich brauche schon wieder Behandlung. Oh, hier waren die alle ausgelöst. Was? Oder werden hier unten noch ein paar Gräber gebaut?
Stahl wird abgebaut. Auch gut. Aber wir brauchen irgendwie noch mehr Steine. Ich würde auch fast sagen, noch Ruinen hier. Da oben rechts waren welche. Ich komme hier rein rum, aber das ist halt immer so ein weiter Weg dahin. Hier oben sind noch. Ja. Ja, mal gucken. So, Melissa ist bald wieder völlig hergestellt. Aber die Beinprothese ist noch nicht ganz fertig. Ist noch nicht ganz fertig. Cat hat jetzt gerade andere Sachen zu tun. Finde ich aber nicht gut. Cat, du solltest bitte in erster Linie dann eher Sachen hier kümmern. Freigelegt. Da ist irgendwas freigelegt worden. Na schön. Genau, Cat. Dann tu mal lieber die Beinprothese herstellen. Das finde ich wichtiger. Damit wir es nochmal versuchen können mit Melissa. Vielleicht, ja, die ist jetzt wieder aufgewacht. Ja. Fit. Geht erstmal was essen. Aber damit wir nochmal versuchen können, ihr eine Beinprothese anzubringen. Ne? Ich meine, die hat ja schon eine Armprothese links, eine Beinprothese rechts. Sind wir doch schon mal ein Stück weiter. Denen geht's nicht. Schmerzen. Verschwitzt. Arm. Er ist hungrig. Eine quälende Kratznarbe. Der hat ein Holzbein. Zweimal auch beleidigt worden, ist natürlich hart. Apropos, die kannst du wieder bekehren. Geh mal bitte Melissa bekehren. Wenn ich sie wieder finde, das ist. Ne? Aber die, wo ich haben will, die finde ich nicht. Ah, hier. Tür. Okay. Schlachtet Kreatur. Nee, wir machen mal weiter hier. Ich will ja alle eigentlich zu meiner Ideologie haben. Das heißt, Melissa muss da jetzt dran glauben und sie ist schon bei 72%. Super. Ist doch super. Ist, dass wir auch ein bisschen Leder rauskriegen. Weil jetzt die achten. Sehr praktisch, aber die. Ich glaube, die verrotten. Ist am Verrotten. Naja. Sind aber auch viele Viecher, die sind. Das Lager ist halt gerammelt voll. Ich würde gerne einfach die Enten verkaufen. Und Stoff verkaufen. Will jemand von euch vielleicht eine Ente? Enten kaufen? Jemand eine Ente? Keiner? Irgendwo Enten zu verkaufen? Jemand? Kennt jemand vielleicht, der jemand kennt, der eine Ente kaufen will? Oder einen Entenküken? Ihr würdet auch was Gutes tun, weil die würde man dann vor dem sicheren Tod bewahren. Ne? Darf man ja nicht vergessen. Darf man ja nicht vergessen. Der Greg, der macht das jetzt. Ja, wer habe ich gesagt, soll da kochen? Du. Aber es gibt halt hier auch was zum Fragen. Deswegen würde ich sagen, nee, mach mal auf 1 das da. Dann müsste er ja eigentlich die schlachten. Sehr gut. Schlachte du mal. Damit die nicht verrotten da oben. Immer wenn eins stirbt, haben wir wieder ein bisschen Leder. Doch mal immerhin was. Da können wir auch mal ein paar eine Lederhose machen. Lederhemd oder so. Nur immer nur den schönen Stoff benutzen. Wir haben ja noch hier den exzellenten. Exzellenter Stuhltitel ist Tod 9IX4P. Eine Darstellung auf diesem Möbelstück handelt von vielen Krummsäbeln. Okay. Das kann man machen. Den verkaufen wir dann auch. Ich habe so viele Sachen zu verkaufen, aber keiner kommt und will was kaufen. Meine Enten sterben. Das finde ich blöd. Gibt aber viel Leder. Viel Leder. Ist das nicht so eine
So eine Marke. Ah, ne, der ist wie Leder, ne? Wie Leder. So eine Marke von so Reinigungskram, oder machen die? Viel Leder. Wenig Nahrung, wirklich. Ja. Zeit, dass wir mal wieder was ernten hier, weil wir halt den Reis echt rausbuttern an die Tiere. Das sehe ich ein, aber wir brauchen auch echt nicht Stoff. Hier ist Stoff noch. Brauchen wir für den. Für diesen Stoff. Will er nicht. Genau, ich will für diesen Stoff hier. Muss haben. Ja, wir brauchen, wir müssen auch noch mal hier was machen, wo wir mehr Nahrung noch an. Machen wir noch hier. Weil. Wir haben jetzt echt nur ein paar Kartoffeln, ein bisschen Reis und der. Ein bisschen Mais und der Reis. Der wird hier oben halt echt verbraten. Das ist auch noch Baum. Ja. Soweit ist. Und dann. Noch. Es geht. Ebbern hin. Kartoffeln. Ja, Kartoffeln. Damit wir ein bisschen mehr Nahrung kriegen. Ich glaube, das ist gar nicht. Oh, die Beinprothese ist fertig. Das heißt, wir können es nochmal probieren mit Melissa. Fischi wollte mich probieren. Ja, ja, ja. Maße ohne. Hat nicht. Jetzt einfach. Das war jetzt wieder das rechte Bein. Beinprothese, rechtes Bein. Halt erstmal ausruhen. Dann kann die Hakuya das ja nochmal probieren. Was ist los? Probiert's jetzt hier. Direkt hier im Bett. Während sie schläft. Komm, dann probier's. Während sie schläft und Frank nebendran liegt, deckt sich im Raum. Tut mal eben kurz der Steven hier die Beinprothese versuchen zu implantieren. Und es hat funktioniert. Ja, Wahnsinn. Guck mal. Es lag bestimmt am eigenen Bett. Es ist halt einfach besser. Wenn man im eigenen Bett behandelt wird. Und im eigenen Bett, wir wissen es ja, im eigenen Bett eine Beinprothese bekommt, dann ist das halt einfach viel besser. Ist verständlich. Völlig verständlich. Ja, wir wissen ja, dass die Enten sterben. Ich wiederhol's nur noch mal. Ne? Wiederhol's nur noch mal. Enten küken, Enten sterben, Enten alles tot. Ich glaube, wir müssen hier echt noch mehr anpflanzen. Hat keinen Sinn. Wir brauchen noch mehr Reis, wir brauchen noch mehr von allem. Komm. Machen wir noch eine hier mit Reis. Eine richtig schön große. Oh, das stört ja nicht. Reis. Stört ja nicht hier die Bäume. Aber so, dass wir da echt einfach noch mehr von allem, wie üblich. Mehr von allem. Eigentlich immer bei Factorio das Problem, aber bei Rimworld natürlich auch. Genau dasselbe. Dabei hier mit den AE-Granaten. Ich würde aber sagen, machen einfach. Quatsch. Echt sie. Hier machen wir das. An sich. La 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 la. Ja, wir sind jetzt halt auch einige Leute mehr, die halt natürlich auch mehr essen. Deswegen haben wir natürlich auch weniger Nahrung. Ich verstehe. Geht rapide zu Ende. Wird schon wieder abgebaut. Das ist. Wenn wir irgendwann mal so viele Tiere haben. Beziehungsweise schon mal keine Enten mehr haben, was ja schon mal weiterhelfen würde, dann glaube ich, geht das auch mit dem Essen, das ausreicht. Nu,
Vagabunden brauchen Ressourcen. Eine Gruppe von armen Reisenden nähert sich Hilfe zu. Die Reisenden betteln um 105 Kräutermedizin. Sie brauchen die Medizin, um eine Lebensretteroperation an einem Mitreisenden durchzuführen, der von welcher nur ihnen eingeführt wurde. Mit 105 Kräutermedizin? Schlecht? Schlecht? Ja. Okay, machen wir, oder? Ich meine, wir haben ja hier genug. Das kriegen wir gebacken. Wo sind sie denn? Hier, soll ich das geben? Ich soll irgendeinen Kolonisten auswählen. Wagner. Mach du das doch mal. Komm. Der war gerade am Rumtragen. Ups, habe ich das jetzt gemacht? Auch schon. Ja, hab ich. Ja, der muss jetzt ein paar Mal laufen, weil 105 ist ja, geht eine Weile. Wenn der immer nur 25 schleppen kann. Aber gut. Souls kommen mir ja entgegen. Einmal Zwetschge. Dass du das dann nicht schaffst, ne? Jemand anders, der das mal eben kurz machen könnte. Ah, nee, du bist ja so langsam. Verbrennst eine Leiche. Ach so, wenn das jetzt Wagner schon macht, kann ich das nicht mehr mit jemand anders machen. Na toll. Ist ja doof, weil jetzt tausendmal hin und her rennen. Also mindestens fünfmal, ne? Würde ich sagen. Und ihr könntet doch gerne mir auch ein paar Enten abkaufen dafür. Wäre kein Problem. Ich tausche gegen Enten. Ihr kriegt Kräutermedizin und ihr kriegt sogar Ente. Ihr könnt die einfach mitnehmen, die Enten. Ach, was denn nun? Anlage aufbrechen. Du hast von einem antiken Komplex in der Nähe erfahren, der historische Schätze erhalten soll. Du kannst in den einbrechen, um die Bücher zu holen. Aber Vorsicht! Diese Art von Strukturen kann eine Vielzahl von Bedrohungen enthalten. Außerdem könnte deine Aktivität im Komplex unerwünschte Aufmerksamkeit auf die. Nö, machen wir jetzt gerade nicht. Können wir nicht. So. Wagner, schaffst du das noch? Nämlich, glaube ich, ziemlich dumm. Deine Stimmung ist Sack. Irgendwie geht's dir. Geht's doch gut. Und Pepper, dann mach du da mal weiter. Noch nicht bekehren. Die gute Melissa muss noch warten auf die nächste Bekehrung. Ah ja. Ja, wir haben ja noch Stahlreste zum Abbauen. Auch hier gibt es da noch Stahlreste. So, Greg. Achtet, so war das geplant. Ja, die Viecher schlafen hier. Guck mal, das ist schon ein Boomratten-Junges. Kann ich denen irgendwas beibringen? Den Boomratten? Witzig. Nee, leider nicht. Ah, das wäre cool. Wenn die so als Kamikaze-Tier, ne, auf die Angreifer zurennen und sich dann in die Luft sprengen. Uah. So, jetzt müsste aber genug sein dann, oder? Noch nicht. Dann lass du das mal nicht, dass du echt drauf kommst. Soll das mal noch jemand anders machen? Das Essen. Sam. Wer will Entenfleisch essen? Dafür müssen wir hier den. So, wieso? Wir haben doch hier kein Fleisch. Dem mal noch seine 5 Kräutermedizin. So essen die dann Fleisch. Ich denke, kein Fleisch. Was soll denn das? Wir essen keine Tiere hier bei uns. Ausnahmsweise.
So, bitteschön. Macht's gut, Leute. Haben wir ja gerne gemacht. Haben wir voll gerne gemacht. Ist gar kein Problem. Mir wäre es lieber, wenn ihr Enten mitnehmt und Enten kauft. Oder von mir aus einfach mitnehmt. Ohne kaufen. Egal. Aber heute nicht. Heute nicht. Da ist Enten. Oh, hier. Garten mit Abbau. Hier gibt es ein bisschen was. Da warten wir noch. Was da noch kommt. Wird trächtig. Die vermehren sich ja wie Ratten. Ach, guck mal hier, genau, das war das. Die kleine Skulptur, die wollte ich noch montieren wieder hier. So, sonst hat aber jeder eine. Außer hier Ash halt nicht. Aber richtig gemütlich. Sonst hat hier jeder eine schöne Skulptur, ne? Und wir können auch. Hey, hier. Frank hat keine. Ja, guck. Kann noch mal eine machen. Kann noch eine Skulptur machen. Es hilft nix. Ente und Enterich sind tot. Jetzt geht aber hier rapides Essen runter. Ein Überfall. Werden sie noch vorbereiten? Oh, das sind aber viele. Hurricane-Action. Ja, das könnt ihr machen, Leute. Ist gar kein Problem. Ich wollte mal schauen, genau, wer hat denn jetzt... Hat das denn eine Auswirkung, der Fernkampfweg, auf Treffgenauigkeit? Also, ist da gut? 11. Sam ist natürlich da am besten. Aber der Steve ist besser, das heißt Sam und Steve im Moment. Keiner da, der Hippen. Sam. Außer bemannen. Wir bemannen mit. Im Moment mal mit AE-Granaten. Solange die sich da noch vorbereiten. Was? Oh, der schießt von alleine drauf, oder? Ja. Oh, schon mal ein guter Treffer hier, ne? Aber auch ein großer Haufen hier, ne? Ja. Man geht ein bisschen. Schießt. Der kommt auch gut. Ja, Schwein getroffen. Sieht so aus, als ob der dahin schießt. Oh, Großhändler. Großhändler, bitte, bitte, bitte kauf meine Enten. Jetzt auch egal, wer. Halt, hä? So kann er das nicht machen? So kannst du das nicht machen? Keine Ahnung, Frank kann es. So. Ein bisschen weiter rechts, bitte. So. Oh. Enten. So, ich habe keine Enten mehr. Das Ziegenkitz behalten war. Ich könnte jetzt... Ach, guck mal, ich könnte hier noch Enten kaufen. So, die Ziegen, wir haben auch echt viele Ziegen. Die bringen auch richtig Kohle. Die lassen wir mal noch. Mama, die Dromedare natürlich auch und auch die Schafe lassen wir. Hennen brauche ich auch. So, Kraftstoff. So, ich will kaufen Bauteile. Fortschrittliche Bauteile. Wir verkaufen Stoff. Und zwar mindestens 4000. 4000 verkaufen.
So. Halt noch was kaufen, so viel Kohle hat er nicht, ne? Leder, Hypergewebe, Medizin könnten wir theoretisch kaufen. Ja, mal gucken, was haben wir denn? Stahl. Stahl kaufen wir so, und da sind wir doch schon wieder im Soll. Da sind wir doch Lade könnten wir kaufen. War eigentlich. Ich habe noch eine Beinprothese. Den ganzen hier, den verkaufen wir auch. Das ist ja alles schon gebraucht. Auch die Sachen kommen weg damit. Mantel, die Robe lassen wir mal. Latex-Robe kann weg. Schon gebrauchte Sachen. Abmützen. Ja, ist so. Geht's-Mützen. Ist schon gebraucht. Ist auch schon mal angeguckt worden, zumindest. Auch das. Ich weiß, die Folge geht jetzt ein bisschen länger. Ich muss sie jetzt aber gerade hier durch. Also da machen wir jetzt nicht Stopp. Das will ich jetzt noch abschließen. Die Lampen brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wenn nicht, dann kaufen wir uns wieder welche. Der Stuhl kaufen, Schlafsäcke. Alten hier. So. Müssen aber trotzdem noch was kaufen. Der hat noch viel zu. Ja, da. Geht so nicht. Deswegen würde ich jetzt die Medizin kaufen. Das Hypergewicht. Das ist auch nicht schlecht. Können wir kaufen. Oh, das ist kaufen so viel. Oder? Kraftstoff kaufen. Ich da herstellen. Oder will ich aber trotzdem von diesem Hypergewebe mal kaufen? Tausender, so dass wir halt da auf 2600 kommen, dass er da das Geld weg hat. Da kommt 2656. So. Akzeptieren. Ah, herrlich. Herrlich. Ach, ich fühle mich richtig befreit ohne Enden, muss ich echt sagen. Gut, Leute. Da bin ich doch mal gespannt, wie es jetzt nächste Folge weitergeht. Ob wir diesen Angriff hier überleben, wovon ich mal gut ausgehe, und ob wir jetzt da mal klarkommen mit den Tieren ohne Enden. Ne? Ich würde mal sagen, Leute, macht's gut. Bis dann.